Hallo und willkommen zurück zu Tales of Hesperia. So, wir hängen jetzt in dieser Höhle fest. Oder was heißt festhängen? Wir müssen sie ja durchqueren. Welche Flynn mit seiner Flynn-Brigade blockiert hat. Und wir wissen auch noch immer nicht, warum. Also heißt es nun erstmal, genau dies herauszufinden. Au. Mann, diese Viecher sind aber auch schnell, diese Monster. Die machen nicht viel Schaden, aber dafür immer sehr, sehr schnell. Na komm, steh auf. Das war ja recht simpel diesmal. Aber ich meine, hier bin ich auch schon durchgekommen, ne? Ja, klar. Hier bin ich schon gewesen. Und ich frage mich, ob es hier jetzt auch neue Items gibt, die man vielleicht entdecken kann. Oha. Auf jeden Fall ist es ganz klar für die Flynn-Brigade. Das ist ja unverkennbar an den blauen Uniformen. Aua. Ah, danke, Rita. Da hast du mir. Rita ist schon Jill. Da hast du mir ein bisschen den Hintern gerettet. Naja, viel Schaden machen die trotzdem nicht, die guten Herren hier. Oh, ein neuer Skill von Rita. Sieht aus wie ein Skill, womit man Gegner auf Abstand hält. Und tschüss. Also hier scheint es auch keine... Naja, die Truhen sind immer noch dicht. Das heißt, hier gibt es keine neuen Items. Aber einen Speicherpunkt, den gibt's hier. Na komm, geht doch. Da oben war ich auch schon. Und es gibt auch noch die normalen Monster hier. Welche nicht von den Rittern hergebracht wurden. Und ein neuer Skill von... wie heißt der? Von Raven. Ja, Raven, klar. Und noch ein neuer Skill von Raven. Boah, was macht der Typ für einen Schaden, der Mann. Der Hammer. Mein Gott, die lernen hier alle neue Skills im Minutentakt. Gibt's ja gar nicht. Und die sind alle ganz schön stark geworden, muss ich sagen. Ich bin langsam am Zweifeln, ob die Formation, die ich jetzt gerade dabei habe, die stärkste ist. Wirklich die stärkste ist, die ich habe. Das sieht ja eher so aus, als wäre Raven stärker als Rita. So, versuch nicht allzu lange zu brauchen, okay? Sicher. Ja, dann untersuch mal. Es ist komplett inaktiv. Und vorhin war es total am Überschwemmen. Oder überlaufen. Ist es das, wie es kontrolliert... was? Ist es das, wie er kontrolliert wird? Wie konnte dieses Monster das schaffen? Ist dieser Aircrane safe? Wir werden ziemlichen Ärger bekommen. Oder wir werden ziemliche Schwierigkeiten bekommen, wenn dieses Ding auf einmal wieder anfängt... wie ein Vulkan auszubrechen. Es sieht nicht so aus, als müssten wir uns über irgendetwas Sorgen machen. So, was? So, also warum ist die Air damals so herausgeschossen? Das ist es, was mich so beschäftigt. Vielleicht war es einfach nur ein natürliches Phänomen? Die Möglichkeit, dass dafür ist so gering. Wenn das der Fall wäre, sollte es permanent eher austreten lassen. Oder würde es permanent eher austreten lassen. Wenn er dieser großen Menge permanent heraustreten würde, würde es doch irgendwelche Auswirkungen auf seine Umgebung haben. Wie zum Beispiel, dass Pflanzen riesengroß werden würden, wie in Kiefmorg. Sieht ziemlich normal hier für mich aus. Boah, die Umgebung sieht sehr normal für mich aus. Also ist vielleicht irgendetwas anderes an den Interferenzen mit dem Aircrane schuld. Aber was? Was könnte es sein? Einzig eine Formel, Oblastia, könnte einen solchen Effekt auslösen. Repeat dreht durch. Oder es kommt wohl jemand.
Verdammt! Das wird unser Fanclub sein. Sieht so aus, als hätten die imperialen Ritter und ihr Captain selbst uns gefunden. Oder wären sie auf uns aufmerksam geworden. Rita, lass uns gehen. Bist du fertig mit dem Betrachten des Aircrainer? Lass mich nur ein wenig länger nachdenken. Wenn du einfach nur nachdenken willst, kannst du das doch auch machen, während du deine Füße bewegst. Okay, okay. Ja, denn es sieht so aus, als hätte Flynn uns wohl... Oder wären sie uns langsam auf den Fersen? If the air craning was disturbed by... Did you figure anything out? It's still too early to say. I've got some leads, but it's nothing I can be sure of yet. Well, make sure and let us know when you've nailed it down. I will. All right, let's head out. And it'll probably involve you. Und wir sind vielleicht davon betroffen? Warum wir? Was haben wir mit dem Aircrane zu tun? Sind wir etwa der Auslöser dafür? Das kann auch gar nicht sein. Wir haben doch überhaupt keine großen magischen Fähigkeiten, die diesen Aircrane dazu bringen könnten, auszubrechen. Das war Nummer 1. Und das war Nummer 2. Let's go. Ich bin ja ziemlich froh, dass es recht simpel ist, sich hier so durchzukloppen. Die Monster hier sind zum Glück nicht ganz so stark. Nur die Ritter, die sind halt wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt. Die halten etwas mehr aus. Lass mich in Ruhe, du kleine Fledermaus. Ah, okay, den konnte man nicht ausweichen. Dafür ist der Weg hier zu schmal. Ja, du mich auch. Ich finde es ja ehrlich gesagt sehr überraschend, dass die Ritter die Prinzessin hier angreifen, anstatt zu versuchen, sie oder mit ihr zu reden. Oder dass eine Prinzessin hier auch keinen Einfluss hat, von wegen sagen zu können, dass sie gerne die Barriere passieren möchten. Das ist sehr, sehr seltsam. Was hat Flynn sich hier nur in den Kopf gesetzt? Was hat der vor? Wow, der Ritter, der... Ja, nein! Oh, von einem Monster ins nächste. Ooh, they look scary. Au, 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 au. Na, komm her hier. Also ich muss sagen, die neue Waffe, die ich eben gefunden habe, die macht echt richtig schönen Schaden. Da kann man nicht meckern. Na komm, steh wieder auf. So, und hier ist der nächste Abschnitt. Take cover. Oh, das ist doch die Sworn Brigade. Ja, klar, aber die Sworn Brigade? Was hat der Sworn wieder damit zu tun? Raven, can you do something like you did before? Best not to press your luck when the knights are taking their work so seriously. They don't look that serious from here. I say, woe is me! How has our illustrious Schwan Brigade ever been reduced to playing backup for Flynn? Enough complaining. If you don't like it, we better produce some results. Oh, und da kommt der nächste Ritter. There they are! Capture them! They found us! What is this? You three, don't let him escape! If it isn't Mr. Yuri Lowell! Hey, LeBlanc, it's been a while. And your highness! What are we gonna do? Oh well, here goes nothing. Wait! Attention! Was war das denn? Attention! Not sure what's going on, but now's our chance. Moment mal! Das hat fun... Huh? Warte! Raven, what did you do? It's nothing. Enough standing around. They'll catch up in... Das gibt's nicht! Yeah, let's head for Nordapolica, quick. Ich kann's nicht glauben, dass das gerade... Ich hab... Das kann doch nicht angehen, oder?
der Raven hat gerade zur Swan Brigade Attention gesagt. Das heißt ja in Militärsprache so viel wie Achtung, wo man dann ja beim, ich sag mal, bei der Bundeswehr zum Beispiel in Stillgestanden gehen würde. Und die haben darauf gehört. Und das heißt doch eigentlich, dass Raven, ich meine, die Leute sind ja nicht doof, das ist Raven Swan? Ist Raven der Swan aus der Swan Brigade? Der Anführer der Swan Brigade? Ist das ein und derselbe Typ? Ich meine, sie haben die gleiche Hautfarbe und die Haare würden auch hinkommen. Kann das stimmen? Ist Raven Swan? Ist das möglich? Gibt's doch nicht. Kann doch nicht angehen. Ist der wirklich Swan? Alter Schwede. Wow, wie schnell war der denn auf einmal unterwegs? Boah, und wie groß ist der? Und der scheint auch... Nee, der scheint nicht sonderlich stark zu sein. 81 XP, was will ich denn damit? Auf jeden Fall war das gerade sehr mysteriös und ich wette, Raven ist Swan. Das muss so sein, ansonsten hätten die gerade nicht auf seine Tension reagiert. Es muss einfach so sein, dass Raven Swan ist. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Mein Gott, diese Nager hier, die gehen einen aber auch auf die Eier. Können die nicht einfach ein bisschen schneller sterben? So. Ist natürlich eine ziemlich dreiste Behauptung von mir, sag ich mal. Aber was sagt ihr denn dazu? Kann das angehen? Kann Raven wirklich Swan sein? Oder ist das wieder nur ein totales Hirngespinst? Das würde mich ja mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ja. Das würde mich wirklich mal interessieren. Denn das ist ja gerade extrem seltsam gewesen. Mensch, Mensch, Mensch. Hier entstehen Situationen, das ist ja der Wahnsinn. Und hier vorne ist auch wieder ein Nordapolica. Boah, sind diese Viecher auch schnell. Man kann keine zwei Schritte gehen. Die spawnen so schnell und man kann vor denen nicht weglaufen. Zum Glück halten die ja nicht viel aus. Tschüss. So, nun aber hier ein bisschen aus dem Weg gehen. So, wir stehen vor Nordapolica, das speichere ich auch direkt. Da wir diesen Weg nun endlich gemeistert haben. Ja, und dann gehen wir auch direkt mal rein in die Stadt. Wir haben die Blockade durchbrochen. Und hier sieht es noch so aus, als wäre alles beim Alten, auch wenn die Flynn-Brigade hier rumsteht. Ein Unfall, es ist ein Unfall passiert. Es hat einen Unfall im Kolosseum gegeben. Und wir haben alles, was? Wir haben wieder alles unter Kontrolle gebracht. Die Pflicht eines imperialen Ritter ist es, die Schwachen zu beschützen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Aha. Na, wenn ihr das sagt. Wir sind also angekommen. Yeah, security looks normal even with all the commotion after the tournament. It did sound like they had their hands full with the monsters that managed to escape. Yeah, but it's too quiet. Especially compared to the checkpoints back at Kados. I think Raven's got it right. The knights are up to something. Oh shit, ich habe aus Versehen gedrückt. But it looks like we can stay in town, as long as we don't stand out. So we'll meet with Bellius on the evening of the new moon. Which happens to be tonight. Let's stop by the inn to freshen up and then go see about meeting. I'm finally gonna be able to get rid of the Don's letter. I wonder if Flynn's already here somewhere. Do you think? When we finish up all our business here, I got a few things I want to ask that guy. When you do, take me with you. Estelle möchte also auch ein ernstes Wort mit Flynn sprechen, warum auch immer. Aber auf jeden Fall möchte sie gerne etwas zu ihm sagen.
Ich frage mich, was es da sein könnte. Und sie haben wirklich recht, die Stadt ist wirklich... Es gibt nicht viele Ritter, die hier aufpassen. Sehr seltsam. Und warum zum Henker haben sie diese Stadt überhaupt von der ganzen Außenwelt abgetrennt? Was hat das für einen Sinn gemacht? So, wir sollen uns auf jeden Fall im Inn ausruhen, wurde gesagt, damit es Neumond werden kann. Aber vorher werde ich mal kurz meine Items wieder auffrischen. So, und neue Waffen gibt's hier bestimmt nicht? Nö. Okay, wenn das so ist, dann speichere ich noch einmal und dann mache ich einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein!